Hallo liebe Freunde der virtuellen realistischen Landwirtschaft und guten Morgen. Guten Morgen zum nächsten Tag, zur nächsten Folge. Und ich habe ein bisschen was gemacht heute. Ich habe natürlich in der letzten Folge, wenn der die sind, wollte ich tatsächlich ein bisschen weiter LS spielen. Und ich habe einfach den Vario hier an das Mailwerk angehängt und habe unsere andere Wiese hingemäht. Deswegen steht das jetzt hier. Ich habe schon wieder abgehängt. Und ich habe einfach den Vario genommen, weil ich traue mich fast nicht zu sagen. Ich wollte ihn lieber mit dem hier fahren. Das haut mich nicht. Nein, also es geht tatsächlich hauptsächlich darum, dass er einfach viel wendiger ist. Es ist viel angenehmer mit dem hier, wenn man hier so am Feld mäht und dann am Ende aushebt und ein Stück rückwärts fährt und dann in die Richtung wieder reinfährt ins Feld. Das geht einfach mit dem hier so ruckzuck in einem Zug, ohne groß hin und her zu fahren. Und mit dem hier muss ich immer riesenweit ausholen. Also ich muss irgendwas machen, dass der hier wendiger wird, sonst macht es einfach keinen Spaß. Aus irgendeinem Grund scheint es so, als wären die Lichter an dem. Aber ich glaube, das ist einfach nur, ja, das ist einfach nur die Sonne, die sich da in die Gleisung spiegelt. Ja, jedenfalls, ich habe mit dem Vario gemäht und das hat richtig viel Spaß gemacht, weil er einfach so wahnsinnig wendig ist. Damit ging das Umdrehen ruckzuck und das Wiese, wow, das Worte. Die Wiese war ruckzuck niedergemäht und ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt tatsächlich gleich wieder den Vario und hängen eine Schwade an und gehen die Wiese schwaden, weil, ja, ne, er ist einfach viel wendiger und vielleicht nehmen wir da sogar den Vario zum Heimfahren mit dem Ladewagen, auch wenn das gespannt richtig, richtig cool aussieht mit dem schönen Fendt und dem Ladewagen. Aber wie gesagt, das Wendig ist halt schon ein Vorteil. Na gut, der Fendt, der macht 50 km/h, das macht der Vario hier nicht. Aber ich weiß nicht, ich glaube, da können wir fast verzichten. Das ist eine kleine Sache, die muss ich aber noch ganz kurz machen. Und zwar, bei den Tieren habe ich schon lange nicht mehr reingeguckt. Produktivität 12%, Sauberkeit 21% und die haben schon wieder Hunger. Wow. Oh. Hm. Gut, das Einzige, was wir denen geben können, ist Heu. Das macht die Effektivität um 75%. Okay, einen Moment, dann lassen wir den hier gerade so stehen für den Moment und dann machen wir da wieder den Frontlader dran und geben wir eben eine Balle Heu rein. Ich habe das komplett verpennt, dass wir da Tiere haben. Ich habe gedacht, ach Mensch, das ist ja nicht seasoned und das muss man die Tiere nicht jeden Tag füttern. Und ach nee, man muss die Tiere doch füttern, wenn man die nicht gescheit füttert. Ja. Oh, ja, das muss ich jedes Mal ausschalten. So. Und ich muss hier irgendwie gucken, dass ich hier meine Gangschaltung wieder anbringe und dass ich hier meine Fake-Schaltung auf die Tasten von der Gangschaltung lege. Sonst ist das echt nervig, dass ich jedes Mal auf die Tastatur umgreifen muss. Vielleicht nehme ich aber auch die Fake-Box wieder raus. Da wie gesagt, es ist einfach ein bisschen, es funktioniert nicht so richtig, es ist nicht so richtig toll. Und ich hatte gehofft, dass der Effekt ein bisschen besser ist. Ach, ich bin doof, ich habe meinen Joystick nicht angeklemmt für das Lenkrad. Okay, für Frontlader. Dann müssen wir das mal ganz kurz mit der Maus machen. Das geht aber auch. Na, also wie gesagt, das mit der Fake-Box, ich habe mir das ein bisschen angenehmer vorgestellt. Es ist leider komplett unangenehm. Also normal hat überhaupt gar keine Drehzahländerung, die man im Sound hört und sowas, dann kann man im Grunde auch drauf verzichten. Also das wollte ich eigentlich erreichen, dass man ein bisschen eine Drehzahländerung oder sowas hört, aber das ist überhaupt nicht und dann, wie gesagt, da kann man im Grunde drauf verzichten. Dann brauche ich das nicht. Es fühlt sich nicht anders an, ich kann nicht schalten, ich kann nicht kuppeln und ich höre auch nichts davon. Und deshalb nehme ich das, glaube ich, wieder raus. Mal schauen. Aber ich hoffe einfach mal, dass es mit dem Gearbox Addon bald was wird. Und so, ich schmeiß mal das einmal hier rein. Ansonsten füttern wir jetzt dann nichts, weil wir können ansonsten ja nichts füttern und ihr habt auch gesagt, ne, die einzige Möglichkeit mit diesem Bug, den wir hier haben, ordentlich umzugehen, dass es schön aussieht, ist, indem wir einfach die Wolle hier reinlegen und dann rückwärts rausfahren und dann verschwindet die. Jawohl, und jetzt haben wir gefüttert und ja, ne, es zeigt hier so wenig an, aber es kann auch gar nicht sein, dass die paar Kühe so viel fressen. Ich habe eher das Gefühl, dass, ne, weil das ja für 6 Tage gilt, wenn wir das teilen, ne, dann ist hier 3 Tage, ist hier bei der Hälfte, dann hier 1,5 Tage, das heißt, wir haben jetzt theoretisch für nicht ganzen Tag gefüttert, fressen die wirklich 4000 Liter an einem Tag? Das wäre mal wirklich krass. Na, das Schöne am Seasons ist halt, dass das hier angepasst wurde, ne? Dass die Tiere pro Tag eben nur eine gewisse Menge fressen. Und je nachdem, wie man die Seasons-Jahreszeit eingestellt hat, fressen die Tiere dann auch mehr oder weniger. Wir spielen jetzt aber hier nicht mit Seasons und versuchen aber trotzdem Seasons zu emulieren, indem wir nicht jeden Tag was machen. Beziehungsweise indem wir jeden Tag halt sagen, okay, wir haben jetzt noch eine gewisse Jahreszeit. Und im Moment haben wir noch Herbst und dann kann aber durchaus sein, dass jetzt unsere Kühe viel zu viel fressen. Mal gucken, wie wir mit dem überhaupt hinkommen. Na, wenn wir Pech haben, müssen wir die Seasons halt relativ ruckzuck emulieren und tatsächlich irgendwie hier an die Zeitskalierung runterstellen, sodass wir an einem Tag wesentlich mehr fertig kriegen. Na, im Seasons war es ja im Grunde auch so, dass ein Tag im Grunde eine Woche ist und na, wir haben dann halt zwar so gespielt, als wäre es ein Tag und so, ne, von morgens bis abends, aber es ist ja so, dass man in einem Hof, der so klein war wie meiner, nicht jeden Tag in der Woche quasi arbeiten musste und dann hat er schon wieder hingepasst und wir haben ja auch da das gleiche Problem gehabt, ne, dass wir eben
weniger Felder hatten, als man in echt auf so einem Hof hätte. Von daher, wir müssen mal ein bisschen rausfinden, wie wir das hinkriegen. Ich hoffe doch, dass Season irgendwann demnächst wieder kommt, weil das macht es nicht wirklich einfach, so zu spielen. Aber ja, wir gucken einfach. Ja, wir gucken einfach mal. Ich freue mich jedenfalls schon auf Season. Ich freue mich sowas von. Und natürlich auf Gearbox Addon. Aber wie gesagt, ich habe es ja schon mal gesagt, der Tag, an dem Gearbox Addon rauskommt, an dem werde ich feiern. Und der Tag, an dem Season rauskommt, auch. Bin echt mal gespannt. Ich weiß nicht, wenn es zeitlich hinhaut, dann machen wir vielleicht einen Fire-Livestream oder sowas. Keine Ahnung, das wäre schon irgendwie cool, ne? Wenn Gearbox rauskommt, die erste Version von Gearbox oder die erste funktionierende Version, weiß ich noch nicht. Da würden wir irgendwie einen Livestream machen, um das zu feiern. Weil irgendwie, also für mich persönlich ist das schon ein richtiges Event. Und falls Gearbox tatsächlich im 19. wieder richtig funktioniert und man eben genauso schalten kann wie im 17. auch und ordentlichen Sound hat und so weiter, dann ist das für mich im Grunde eigentlich genauso aufregend und spannend wie der Release vom Alles 19 an sich. Das ist. Für mich ist der Alles 19 ist jetzt ein Drittel. Ne? Ein Drittel zum Spielen. Im Grunde ein Viertel, aber nachdem die Physik so viel verbessert wurde, ist es fast schon ein Drittel. Ne? Ich gesagt, ein Viertel, ne? Dann brauchen wir noch Gearbox, dann brauchen wir noch Season, dann brauchen wir Moralistik. Aber Moralistik vermisse ich aus den dreien tatsächlich am wenigsten, weil tatsächlich die Physik so viel besser geworden ist. Auch wenn sie noch sehr weit weg ist und ich denke mal, viele Leute noch hardcore-mäßiger auf die Physik achten. Denen reicht das noch nicht, aber mir persönlich reicht das schon fast. Wie gesagt, ich werde dann vielleicht selber noch was machen, um die Anbaugeräte, Leistung und Leistungsverbrauch anzupassen und so weiter. Also da auf jeden Fall, ne, ich bin noch nicht zufrieden, das auf keinen Fall. Aber ich meine, ich persönlich lege relativ viel Wert auf Optik und auf Fahrgefühl. Und Fahrgefühl habe ich mit Gearbox Addon halt bei den Fahrzeugen schon ziemlich cool ist. Und ne, da muss das Gearbox Addon ist ja auch schon wesentlich realistischer vom Fahrgefühl her, von der Motorberechnung und so weiter. Aber wie gesagt, ne, der Alles 19 hat echt einiges, was die Physik angeht, getan. Und einige viele Sachen, die einfach vom Optischen, von den gefederten Sitzen, von gefederten Kabinen, wie sich die Fahrzeuge verhalten ist und ne, wie die Federung einfädelt und sowas. Also es hat sich wirklich, wirklich viel getan in ne, optischer Physik und so. Das heißt, dass, wie gesagt, im Grunde ist Alles 19 für mich ein Drittel. Ne, ein Drittel und das nächste Drittel, das mir dann fehlt, ist Gearbox und das letzte Drittel ist diesen. So, wenn ich die drei Dinge zusammen habe, dann bin ich an sich schon glücklich. Ne, wie gesagt, dann werde ich mir auch noch was selber basteln, was dann natürlich auch released werden wird. Ne? Also das ist schon der Plan. Das ist auf jeden Fall der Plan. Wenn ich dann tatsächlich, also wir können einfach mal drüber reden. Ne? Also ich habe in Alles 17 angefangen mit dem Realism Add-on. So ein kleines Mod-Skript war das damals und das hat halt ein paar Basisdinge mit reingebracht, ne? Dass man XML von Fahrzeugen extern laden konnte, ähnlich wie die Moralistic Databank das später gemacht hat. Und hat halt auch ein paar andere Sachen gemacht, wie die Ladegewichte und so weiter, war alles mit drin, hat angepasst. Und dann habe ich eben angefangen, die Leistungsberechnung der Anbaugeräte anzupassen und die Möglichkeit quasi, dass man wesentlich mehr Settings hat, eine Arbeitstiefe und so weiter und anhand dessen dann quasi die Arbeits der Kraftbedarf des Anbaugeräts errechnet wird und das ist dann quasi auch ein bisschen zukunftssicher, falls man irgendwann mal ein Skript machen möchte, dass man die Arbeitstiefe verändern kann und solche Geschichten. Und ja, das war im Grunde schon eigentlich fertig. Ne? Ich habe nur noch die Standardarbeitsräte, die haben nur zwei oder drei umgerüstet. Ne? Man hätte dann alle umrüsten müssen. Was ich dann als nächstes gemacht habe, war die Ballenpressen anzupassen. Ne? Die Rundballenpressen hatte ich schon fertig. Ne? Also, dass die Rundballenpressen auch richtigen Leistungsbedarf hatten. Und dass die Rundballenpressen, ne, dass man die auch aufmachen kann. Nicht nur, wenn sie 100% voll sind, sondern so ein bisschen vorher und dass man auch ein bisschen überladen kann quasi. Ne? Wie der Moralistik man es halt auch mal. Ich habe wieder Rundballen gepresst und ich habe es jetzt noch nicht gesagt im Video, weil ich es komplett vergessen habe, aber ich fand das so übel, ich fand das so schrecklich, ich weiß nicht warum, ich habe das Gefühl, Giant spielt gar nie, weil, ne, ich meine, es ist so schlimm, dann muss unbedingt die 4000 Liter von der Rundballe genau treffen und dann, man macht ein bisschen zu weit und, zack, bleibt ein Haufen vom Schwad liegen und muss rückwärts fahren und wenn man nur eine Sekunde vorher anhält und nur ein Liter noch fehlt, kann man die Klappe nicht öffnen, dann muss man nochmal ein Stückchen vorwärts fahren, also ich meine, ne, das ist, erstmal ist es sowas von unrealistisch, weil in echt, wie gesagt, ist da ein bisschen, man wirkt einfach, wenn die Balle voll wird und dichter wird und dann, ja, ne, dann irgendwann sagt man, okay, jetzt ist sie voll genug, jetzt lassen wir sie raus. Das ist auch ein bisschen Gefühlssache, ne, wobei die neuen Ballenpressen natürlich immer Druckanzeigen und so weiter haben. Aber trotzdem, ne, man hat nicht einen bestimmten Moment, wo die Balle rauskommt. Und ja, ich weiß nicht, ne, also das stört mich wirklich wahnsinnig. Das war so das Nächste, was der Mod gemacht hat und ich war dann auch an den Quaderballenpressen dran, dass die Ballen ruckartig so ein Stück immer zack, 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 ein Stückchen rausgekommen sind und nicht in einem Schub quasi, wie im Alest es ist. Da bin ich aber dann dran hängen geblieben, das ging nicht so richtig. Und ja, dann habe ich relativ wenig Zeit gehabt für eine Weile und habe gar kein Alest mehr gespielt und nichts mehr damit gemacht. Ach ja, genau, was ich auch noch gemacht hatte damals war Allradberechnung und so weiter.
Also halt Allrad- und Differentialsparen ein bisschen realistischer, ne? So wie das später das Gearbox-Addon auch gemacht hat, ein bisschen besser als halt mit Drive Control gewesen ist. Und ja, wie gesagt, ich habe dann eine Weile gar keine Zeit gehabt und gar kein LS gespielt, bis ich wieder zurückkomme. Beziehungsweise eigentlich bin ich zum LS zurückgekommen wegen Moralistic, ne? Plötzlich habe ich gelesen, hey, Moralistic, Dural ist wieder da. Und habe ich gedacht, Mensch, das muss ich ausprobieren. Und so bin ich eigentlich dann überhaupt wieder zum LS zurückgekommen, weil ich im LS 17 tatsächlich eine ganz schön lange Zeit quasi inaktiv war. Ne? So lang war es auch nicht, aber ich war doch einige Monate, vielleicht 2, 3 Monate bestimmt inaktiv oder 4, ich weiß es nicht. Und wenn Moralistic nicht gekommen wäre, wäre ich vielleicht auch gar nicht mehr zurückgekommen, weil irgendwie. Gut, ich wäre vielleicht mit Seasons zurückgekommen. Ne? Also Seasons, es gab ja damals noch keinen Seasons und es gab kein Moralistic, es gab das Gearbox-Addon, das war schon ziemlich cool. Aber ich habe auch, ne, ich habe ein bisschen auf der Lost Bark Map gespielt, aber irgendwie, mir hat einfach Seasons gefehlt. Ne? Ich habe ein bisschen gedroschen und ein bisschen hier was gemacht, ein bisschen Gras gemäht und dann war es schon wieder langweilig. Ne? Und ja, dann kam Moralistic raus. Und deswegen bin ich dann tatsächlich wieder zurück zum LS, aber deswegen habe ich dann mit dem Realism-Addon auch nichts weiter gemacht. Ne? Darum wollte ich eigentlich hinausgehen. Deshalb ist das Realism-Addon dann eingeschlafen, weil das braucht man ja halt nicht mehr, wenn Moralistic da war. Ne? Das Realism-Addon war im Grunde eine Erweiterung von Stuff and Things. Ne? Das Stuff and Things Mod, den kennt ihr vielleicht. Den habe ich ganz zu Anfang, als LS 17 rauskam, veröffentlicht. Das war einfach ein Mod, der den Leistungsbedarf von allen Anbaugeräten prozentual erhöht hat. Ne? Einfach ein bisschen mehr Leistungsbedarf. Das war halt nicht so toll, weil Giants die Anbaugeräte nicht vernünftig eingestellt hat. Ne? Ein 2-Meter-Gruppe hat halt, oder ein 3-Meter-Gruppe hat halt so und so viel Leistung gebraucht und andere 3-Meter-Gruppe, der im Grunde genau gleich viel Leistung hätte brauchen sollen, hat nur halb so viel Leistung gebraucht. So hat Giants die Geräte eingestellt, ne? Dass untereinander nicht stimmig waren. Und deshalb ging das mit dem Stuff and Things nicht so richtig gut, dass man einfach alles komplett ein bisschen erhöhen konnte, weil dann hatte man eben so ja, Probleme drin, dass manche Geräte einfach ein bisschen zu viel Leistung gebraucht haben. Aber viele haben trotzdem damit eine ganz schön lange Zeit gespielt, bis Moralistic rauskam und haben das auch genossen. Und ja, daraus hat sich das Realism-Addon eigentlich entwickelt. Aber wie gesagt, dann ist das eingeschlafen und dann kam Moralistic. Jedenfalls habe ich vor, das wieder zu beleben. Darauf wollte ich eigentlich hinausgehen. Ne? Soweit es im Moment aussieht, hat der Dural keine Zeit und auch nicht unbedingt Lust, vielleicht jedenfalls keine Zeit, den Moralistic-Mod zu konvertieren. Und wenn das bei dem so bleibt, dann werde ich das Realism-Addon wiederbelegen. Ne? Das wird dann kein Moralistic-Mod, das wird bei weitem nicht so umfangreich, das wird wahrscheinlich auch nicht so realistisch, weil ne, ich bin einfach nicht so gut wie Dural, das ist nun mal so. Ich bin auch nicht so perfektionistisch wie Dural. Ne? Ich sag mir dann irgendwann, okay, das gefällt mir, das passt so. Ich denke mal, ich werde die Motorberechnung und so weiter überhaupt nicht angehen, weil das ist eine Nummer zu hoch für mich. Und vielleicht könnte ich es rausfinden, wenn ich ganz viel Zeit damit verbringen würde, aber ich denke mal, die Motorberechnungen sind gar nicht so schlimm jetzt mehr im LS. Und ich hoffe dann einfach auf das Gearbox-Addon. Ne? Und im Gearbox-Addon ist das Ganze dann schon ein bisschen realistischer mit der Leistungsberechnung und dann sollte das hoffentlich funktionieren, dass auch die Anbaugeräte realistische Leistungswerte kriegen können und das Ganze dann funktioniert. Schauen wir einfach mal. Ne? Aber ich denke mal, dass das quasi ein bisschen auf dem Gearbox-Addon beruht und hauptsächlich halt für die Anbaugeräte ist. Ne? Dass ich dann an den Fahrzeugen an sich nichts beeinflussen werde, sondern hauptsächlich die Anbaugeräte. Wobei ich dann vielleicht trotzdem dann die Schwerpunkte von den Fahrzeugen und sowas anpassen würde. Zumindest von den Standardfahrzeugen und eben Möglichkeiten, dass man auch das per XML machen kann, ähnlich wie bei Moralistic, dass man dann Fahrzeug auf Moralistic mehr oder weniger als auf Realism Addon umbauen kann. Ich weiß es noch nicht, wie genau ich das mache, aber wie gesagt, also ich hab nicht vor, das so umfangreich zu machen, auch nicht vor, das so realistisch zu machen, aber ich habe zumindest vor, die Anbaugeräte in Angriff zu nehmen und die ein bisschen von der Leistung realistischer zu machen. Aber das geht natürlich alles erst, wenn die Script-Doku raus ist. Und je nachdem, wie lange das mit der Script-Doku noch dauert, kann ich natürlich nicht garantieren, dass ich dann, wenn die Script-Doku raus ist, in dem Moment überhaupt gerade Zeit und Lust darauf habe. Also kann ich nichts versprechen, ob und wann das wird, aber das ist jedenfalls mein Plan und das würde ich gerne machen. Und ja, ich weiß gar nicht, wie wir auf das Thema eigentlich gekommen sind, aber ich habe das immer mal wieder so ein bisschen angedeutet und dachte ich, ne, wir können einfach mal drüber reden. Das ist mein Plan. Ne? Ich weiß, ich kriege in letzter Zeit immer wieder Ärger, ne? Im Livestream habe ich gesagt, wenn ich jemals nochmal einen Traktor baue, dann wird das ein Eicher und dann jammern mich wieder Leute an, warum ich jetzt den Fendt umbaue und sonstige Geschichten. Was die Leute da nicht verstehen, ist, dass es ein Unterschied ist zwischen Traktor komplett neu bauen und einfach nur was umbauen. Ne? Was umbauen dauert wesentlich kürzer und das kann man mal eben machen. Was heißt wesentlich kürzer? Mal eben, ne? Das sind auch einige Stunden, die da dann reinfließen, wenn man irgendwas umbaut, wirklich was zerlegt oder so. Aber es ist trotzdem wesentlich weniger Stunden, als wenn man was komplett neu baut von Anfang an. Und, ne? Also wenn ich das so sage, ne, dann meine ich das auch so. Wenn ich sage, wenn ich mal nochmal einen Traktor baue, dann wird es ein Eicher, dann meine ich das auch so. Kann natürlich immer sein, dass ich irgendwie in 2 Jahren anfange, nochmal einen Traktor zu bauen und bis in 2 Jahren nicht irgendeinen anderen coolen Trecker gefunden habe, den ich gerne bauen will oder so. Also, ne, ich meine, das mache ich alles aus Spaß. Das ist immer unter Vorbehalt, ne? Also, da müsste mich jetzt nicht unbedingt hier drauf ne, dann am Ende sagen, aber du hast doch gesagt. Ne? Also, wie gesagt, ich mache das, was mir Spaß macht, aber das ist im Moment derzeit der Plan. Und wie gesagt, ich denke, dass ich mich mehr in Skripten stürzen werde wieder als ins
Modelle basteln, deswegen wird wahrscheinlich auch erstmal nichts mit Eicher bauen und so. Wobei ich ja den 3066 angefangen habe, wieder ein bisschen herzurichten, das mal gucken, was daraus wird. Ne? Das habt ihr im Livestream gesehen. Aber so ist das halt bei mir. Ne? Ich habe einfach nicht so viel Zeit und nicht so viel Motivation, und ne, um das alles fertig zu kriegen. Zum Beispiel, weiß nicht, ob ihr kennt, Lunchbox 85, meine ich. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht falsch sage. Teamkollege von der Alles Mod Company, der streamt auf Twitch Modding. Jeden Tag fast. Und der streamt stundenlang, stundenlang. Ne? Der streamt wirklich. Und der ist manchmal tatsächlich, der ist 24, 26, 28 Stunden am Stück wach. Ne? Und dann streamt er 14 Stunden am Stück. Ne? Irgendwie quasi das halbe Wochenende durch. Fängt am Freitagabend an. Und am Samstagabend ist er immer noch am Stream. Am Stück. Und immer noch am Modden. Ne? Der sitzt da dran und dran und dran und dran. Das seht ihr mal, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Ne? Der macht Maps, der baut eine Map und ne, lauter Objekte für die Map, Scheunen, Gebäude und so weiter. Und, ne, also, so einer bin ich einfach nicht. Ne? Das kann ich nicht. Ich kann nicht 14 Stunden am Stück an dem Mod hocken. Da werde ich wahnsinnig. Ne? Ich bastel ein paar Stunden und dann reicht es aber auch wieder. Und deshalb kann ich mich nicht zerreißen. Und wie gesagt, wenn ich mehr skripttechnische Sachen mache, dann wird es mit den anderen Sachen einfach ein bisschen langsamer. Das ist nun mal leider so. Und es ist ja auch nur so, dass ich spielen und Let's Playen will. Ne? Also das habe ich ja schon oft gesagt. YouTube macht mir wahnsinnig viel Spaß, und ich werde YouTube nicht fürs Modding aufgeben. Ne? Das habe ich auch im Livestream gesagt, weil jemand gesagt hat, könntest du dies, könntest du jenes, könntest du das bauen. Ne? Ganz viele Sachen aufgelistet. Dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt wirklich aufhören würde mit YouTube, quasi jetzt zum Alles 19 keine YouTube-Videos mehr machen würde, überhaupt keine mehr, dann könnte ich vermutlich in der Zeit, die es mich sonst kostet, die YouTube-Videos zu machen, könnte ich vermutlich bis zum Ende des Alles 19 drei Traktoren von Null auf neu bauen. Schätze ich einfach mal. Aber wahrscheinlich nicht mal das. Ne? Also so viel Zeit kostet mich YouTube ja gar nicht. Aber ich weiß nicht. Ne? Also wenn ich jetzt kein LS mehr spielen würde auf YouTube, keine Videos mehr aufnehmen, keinen Livestream, sowas gar nicht mehr, sondern in der Zeit, in der gleichen Zeit modden würde, dann könnte ich vielleicht drei Traktoren von Null aufbauen. Ich weiß es nicht. Und wenn ich das machen würde, dann wären es drei Eicher. Aber ich werde das nicht machen, weil, wie gesagt, YouTube macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und deswegen spiele ich auch das Spiel. Ne? Ohne YouTube wird das Spiel wahrscheinlich gar nicht so viel spielen als mit YouTube. Und ich finde das toll, dass ich das Spiel tatsächlich so viel spiele, weil ich habe bisher im LS17 auch sehr viel gespielt. Und das war der erste LS, wo ich wirklich richtig viel gespielt habe und weniger gemoddet habe. Und ich habe richtig viel Spaß daran gehabt. Und ja, es gibt so viele Modder, die spielen das Spiel eigentlich gar nicht wirklich. Und ich war für die meiste Zeit auch einer davon. Und ich will eigentlich keiner mehr davon sein, weil das Spiel eigentlich wirklich Spaß macht. Und warum mache ich denn irgendwelche Mods, wenn ich dann nachher nicht damit spiele? Das ist irgendwie so ein bisschen, ne, das Modding macht zwar wahnsinnig viel Spaß, aber irgendwie will ich dann doch auch mit dem Mod spielen. So, und das ist echt cool, wenn ich den jetzt hier rollen lasse. Dann geht der hier richtig ab, ne? Ich drücke gerade kein Gaspedal und gar nichts. Also irgendwas hat er das tatsächlich, ich denke mal, durch das Keyboard Steering verändert, und das ist so wahnsinnig genial. Das ist so viel besser, das ist so cool. Ja. Wie gesagt, wir sind von einem ins andere gekommen, und ich habe schon wieder richtig lange gequasselt jetzt. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist einfach, ne, die Zeit. Und dass man auch nie immer Bock hat. Ne? Habe ich halt gerade Bock zum Spielen und nicht unbedingt Bock zum Modden. Ne? Ich könnte auch irgendwas modden. Ich habe mal mit dem neuen Giant Editor Converter, habe ich den Archäokönig Zero Prototyp rübergeholt in 19er. Aber da fehlt halt noch eine ganze Menge. Man muss halt doch ganz viel anpassen, bis er überhaupt läuft. Und dann muss ich natürlich das Ganze auf das neue Textursystem anpassen. Und ich meine, ich weiß nicht, wie viele Stunden das jetzt mich dauern würde. 5 Stunden vielleicht? 10 Stunden? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Habe es ja noch nicht gemacht. Aber ich habe einfach keinen Bock gehabt gerade. Ne? Ich habe gedacht, okay, könnte ich jetzt theoretisch mich hinhocken, ein paar Stunden modden, oder ich spiele ein paar Stunden LS. Und ich will gerade lieber LS spielen. Also mache ich das. Und ne, neulich habe ich ja, wie gesagt, 5,5 Stunden gestreamt, ein Skript zurechtgebastelt, ein Experiment, das hat Spaß gemacht. Ne? Da hatte ich eine Idee und die mussten wir ausprobieren, und das haben wir gemacht. Und vielleicht wird daraus irgendwann mal ein Mod. Nicht bei mir, sondern bei SimStation. Mal schauen. Vielleicht wird auch bei mir irgendwann mal noch ein Mod draus. Wer weiß, vielleicht kann ich das auch mal brauchen, was wir ausprobiert haben. Aber solche Sachen machen mir Spaß, aber wie gesagt, dann reicht's auch wieder. Ne? 5,5 Stunden, jetzt, heute habe ich, ne, das war gestern Nacht, heute habe ich jetzt die Nacht durch keinen Bock gehabt, nochmal zu skripten. Und von daher, ich, wie gesagt, ich kann das nicht Tage und Stunden und ewig lang am Stück modden, und deshalb wird das bei mir auch alles ein bisschen langsamer was. Aber ich hoffe mal, dass es mit dem Realism Add-on dann trotzdem was wird. Ich werde dann natürlich auch das Ganze auf GitHub oder ähnlichem veröffentlichen. Ich denke mal, das kommt dann auf GitHub und dann wirklich jede kleine Änderung natürlich hochladen, und dann könnt ihr auch schon Beta testen und sowas, wenn es dann soweit ist. Und wie gesagt, ich werde wahrscheinlich genau die gleiche Reihenfolge auch wieder machen, dass ich erstmal mit den ganz normalen Ackerbaugeräten anfange, ne, dass wir Gruppe, Flug und so weiter von der Leistung, vom Leistungsbedarf an besser sind, und ne, von dem, was sie auf den Schleppern Last übertragen, ne, die drücken ja hinten auf den Trecker drauf, und der Flug, ne, der drückt ja quasi hinten, der zieht den Schlepper ein bisschen auf den Boden, und Gruppe ja auch ein bisschen und sowas. Das werde ich wieder alles reinbauen, und ne, dann kommt hoch auf GitHub, und dann könnt ihr das testen, und dann werden wir halt weitermachen mit, keine Ahnung, Maverick oder Ballonpresse oder sonst irgendwas. Und so Stück für Stück einfach alles ein bisschen realistischer machen. Aber man kann das Spiel ja trotzdem spielen. Es ist ja wirklich nicht schlecht.
Und deshalb denke ich mal, dass es auch gar nicht so wichtig ist, dass man das dann gleich alles von Anfang an hundertprozentig hat, sondern dass man einfach mal anfängt mit einer Reihe und dann weitermacht. Und irgendwann ist dann alles ein bisschen realistischer. Aber wie gesagt, um das Ganze richtig zu nutzen zu können und richtig, dass das Ganze richtig Spaß macht, brauchen wir eine Gearbox. Und um überhaupt da irgendwas mal in die Richtung zu machen, brauchen wir sowieso erstmal die Skript-Doku. Und die lässt ja wahrscheinlich noch ein paar Wochen auf sich warten, schätze ich. Von daher ist im Moment eh noch so, dass ich nicht wirklich was machen kann in die Richtung oder mit diesbezüglich. Und sollen wir gerade mal probieren, können wir den Spatel da reinstellen? Theoretisch können wir den Spatel da reinstellen. Die Frage ist, wo stellen wir den hin? Wir könnten den direkt jetzt da hinstellen, wo der Mähdrescher steht. Und das wäre doch eine Idee. Ah, das ist ein bisschen knapp hier oben. Können wir den einfach mal dahin? Ne? Wir müssen hier echt noch ein bisschen umräumen, aufräumen mal bei Zeiten. Aber ich würde mal sagen, wir machen jetzt eine Zeitrafferaufnahme nach einer ganz kurzen Pause. Und zwar fahre ich jetzt mit dem Vario das Silo ein. Ich möchte einfach mit dem Vario fahren, weil der ein bisschen wendiger ist und das ist viel angenehmer. Und deshalb fahren wir jetzt mit dem das Silo ein und davon machen wir eine Zeitrafferaufnahme. Und wir sehen uns dann demnächst gleich wieder. Und ja, viel Spaß mit der Zeitrafferaufnahme. Bis gleich. Mit der zweiten Fuhre, die wir jetzt einfach hier daneben reinmachen, und das war eigentlich gar nicht so schlecht, gerade mit 6 km/h hier mit 6 km/h hier durchgefahren. Ich nehme nur noch den Blinker an, ich werde schon zum richtigen Landwirt hier. Und dann hier Steuerung I, und das hat eigentlich ganz gut gepasst bis zum Ende. Hier am Anfang drückt unser Silo ein bisschen rüber, das ist aber jetzt auch kein Wunder eigentlich. An sich ist das ein wahnsinnig schönes Gespann hier und die Farben, und ach, ich finde das alles so schön. Ich fahre damit echt ganz gerne im Moment, und ja, das macht wirklich Spaß, ne? Das ist einfach so. Ach, ist das wieder schön mit dem Floss da oben. Also ich weiß nicht, ich will einen Screenshot machen. Ich will einen Screenshot machen. Ich will immer einen Screenshot machen. Ne? Ihr seht das, ich habe auch schon mit ein paar gemacht. Dann machen wir das mal so hier. Und ach, das ist doch ein schöner Screenshot, oder nicht? Na, mit dem Floss da oben und so. Ich mag das einfach. Ich mag den LS. Ich mag den wirklich. Ja, ich mag die Bugs nicht und ich mag den fürchterlichen Sound nicht. Wie konnten die den Sound nur so verbocken? Das ist doch unglaublich. Naja, aber. Na, er ist recht unglaublich in Anbetracht der Tatsache, dass beim Farmcon Talk noch so eine Übersound war und die da so einen riesengroßen Aufwasch drum gemacht haben, wie toll doch jetzt die Sounds wären und wie viel Mühe sie sich gegeben haben und wie schwierig es ist, Traktor-Sounds richtig aufzunehmen und sowas. Und naja, ne, wer da große Töne spuckt am Anfang, da erwartet man ein bisschen mehr davon, und stattdessen haben wir weniger bekommen. Und naja, das ist halt das Ergebnis. Ach, das sieht schön aus. Ich weiß nicht. Findet ihr nicht, dass das schön aussieht?
Ich mag den Wario wirklich. Ich finde, das neue Textursystem hat das Modell nochmal richtig, vor allem den Innenraum nochmal richtig viel besser gemacht als im 17. Weil ich habe den Wario auch im 17 an sich schon nicht hässlich gefunden. Ne? Vom Modell her und so haben die damals schon den Fans relativ schön hingekriegt. Ich bin halt nicht ganz stufenlos gefahren, mache ich heute auch noch nicht, aber wir haben gerade keine Wahl. Aber schon ein schönes Teil hier, ne? Schon ein schönes Teil. Jedenfalls, jetzt müssen wir erstmal wieder festwalzen hier und ich glaube, wir machen da machen wir noch mal eine Zeitrafferaufnahme davon, wie wir hier auf dem Silo auf- und abhoppeln, und das machen wir jetzt mit dem anderen Fan. Und ich würde mal sagen, viel Spaß damit und bis gleich! Ja, ne, das war jetzt ein bisschen holprig. Kommt auch daher, weil er keine Vorderachse hat, die pendelt. Das ist da dann schon ganz besonders auffällig. Ich würde mal sagen, wir versuchen mal nochmal eine Zeitrafferaufnahme, diesmal aber in der Außenperspektive und ungefähr in diesem Abstand. Ich bin mal echt gespannt, wie gut das dann am Ende rüberkommt am Ball gegen Ball. Wir schauen einfach mal, viel Spaß mit der Zeitrafferaufnahme und bis gleich. Ja, drei Fuhren haben wir drin und so langsam geht es in den kleinen Berg rein. Wir müssen mal reingucken, wie viel das wir drin haben. 135.000 Liter, ne? Aber so wie die Kühe fressen, ne? Schaut euch mal das an. Jetzt haben die in 4 Stunden haben die 1000 Liter gefressen. Also so wie die Kühe fressen, brauchen wir 2 von diesen Silos innerhalb von ein paar Tagen. Also irgendwie, mal gucken, ob das wirklich so schlimm ist. Aber ich habe das Gefühl, wie viele Kühe haben wir denn? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Kühe haben wir. Ah, das ist echt, ne? Das sollte sich eigentlich in Grenzen halten. Aber anscheinend fressen die relativ viel, ne? Also wie gesagt, so langsam wird das Silo voll. Ich denke mal, es sind noch 2 Ladewägen draußen, 2 oder 3 vielleicht. Dann kriegen wir schon noch ein bisschen was rein hier. Aber ne, voll wird das trotzdem nicht bis Oberkante. Da sind wir noch ein Stückchen von weg. Macht aber nichts. Dann nur zugedeckt und dann haben wir hoffentlich bald Silo. Ich würde mal sagen, ich glaube, wir haben schon wieder die 30 Minuten erreicht. Und in diesem Sinne würde ich mal sagen, wir verabschieden uns von diesen beiden Fans für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und...